Hello, friends of the full enlightened astrology. Ich saß im Garten und dann habe ich darüber nachgedacht. Auf einmal sollte ich ein Video machen über diese Jupiter-Uranus-Geschichte oder sollte ich sie nicht machen? Und dann irgendwie ist es über mich gekommen. Habe ich mich jetzt vor den Computer gesetzt und ich versuche es jetzt einfach mal, eine spontane Session zu machen. Das heißt, in einem Redefluss, ohne irgendwas zu schneiden, darüber zu sprechen, wie das von der voll erleuchteten Astrologie aussieht. Und hier haben wir erstmal das, worüber die Welt spricht. UR, siehst du, wo meine Maus ist? Ist Uranus und Jupiter. Die habe ich jetzt hier auf den 21. April gelegt. So, was passiert hier? Der Herrscher von dem Zeichen Widder, ja, wo jetzt Jupiter Uranus steht, steht im Zeichen Wassermann. Ja. Dazu zum Vergleich vielleicht mal, wie die klassische Astrologie das sieht. Let me see, let me share. Es dauert jetzt doch noch, es geht ja schnell hier. So, pass mal auf, jetzt stelle ich das auf Ansicht, gehe ich hier auf tropischer Tierkreis. So sieht die klassische Astrologie das. Saturn, Mars ist im Fische nach der Kalenderastrologie. Sonne, Jupiter ist im Stier, okay? So, und das ist alles im Widder, also Venus, Rahu, Merkur. Jetzt gehen wir wieder zurück. Vielleicht sollten wir jetzt mal hier bei der Grafik bleiben. Das ist für euch ein bisschen leichter zu verstehen, weil stelle ich das wieder auf Siderisch-Vedisch, okay? So, das heißt, dass, was passiert denn im Moment in der Gesellschaft? Saturn, Mars ist im Wassermann. Was ist Wassermann? Wassermann ist das Volk. Es ist die Stimme des Volkes. In der anderen Rechnung wäre Saturn, Mars schon im Fischebereich, okay? Der Herrscher von Jupiter, wo jetzt der Widder drin ist, wäre schon im Fischebereich. Aber wir sehen, dass im Moment die Gesellschaften gefragt sind. Auf uns persönlich, in unserem persönlichen Leben, ganz gemäß, wo Wassermann in deinem Horoskop fällt, das ist dein Wir-Verständnis, das ist da, wo du das Wir fühlst. Saturn, Mars heißt, halte an, stopp, stopp. Mars bedeutet handeln. Halt mal kurz an, gleichzeitig Jupiter, Uranus, im Zeichen Widder, Neuanfang. Widder, Neuanfang. Was haben wir seit der Pandemie, der sogenannten Pandemie, die ein spirituelles Erwachen ausgelöst hat? Ja, was haben wir seitdem? Wir haben einen Neuanfang. So, dieser Neuanfang wird jetzt von Uranus gekrönt. Ja, von einer Erleuchtung, von einer schnellen, impulsiven, ich will vorankommen. Konstellation, okay? Wassermann, das Zeichen, ich schütte das Wissen aus. Im Moment wird viel Wissen ausgeschüttet. Der Wasserkrug von Wassermann steht für Wissen ausschütten. Aber der Saturn sagt, halte mal an. Ja, denk noch mal nach. Ist das dein Weg? Ist das deine Philosophie? Willst du so weitergehen? Deswegen habe ich oft gesagt, dass diese Jupiter-Uranus-Geschichte eine Bekehrungsgeschichte ist. Also es wird im Moment viel bekehrt. Also du hast einen gewissen Weg, du hast einen gewissen Plan, du hast eine gewisse Übersee. Jupiter ist deine innere Stimme. Und auf einmal sagst du, nein, nicht so, sondern so. Und dann ist auf einmal die Bedeutung von Saturn im Wassermann ganz anders. Dann heißt es, du musst, du sollst anders handeln. Weil Saturn ist dann der Befehlshaber, der Polizist, der dem Mars sagt, hey, handel. Handel für ein besseres Wir. Handel für eine bessere Gesellschaft. Handel für eine bessere Zukunft. Handel für ein besseres soziales Leben. Ja, das soziale Leben, das politische Leben, das
Leben überhaupt in unsere Gesellschaft. Nicht, was für mich gut ist. Nein, was für uns gut ist. Sonst wäre ja Saturn Mars im Löwe. Ja, aber es ist ein Wassermann. Und Entschuldigung, nach der klassischen Astrologie im Fischezeichen. Es ist total schwammig, weil Mars ist nicht so super im Fischen und Saturn ist auch nicht super im Fischen. Also sie sind da nicht zu Hause. Diejenigen, die sich ein bisschen mit Astrologie auskennen, verstehen, was ich meine. Weil Mars ist ein Feuerplanet, ja. Ich meine, Saturn ist natürlich erhöht im Wassermann, okay? Und deswegen ist die Zeit auch so signifikant, in der wir im Moment leben, ja. Deswegen passiert in den Gesellschaften auch so viel, okay? So, warte mal, lass mich noch mal reingucken. Was kann man da noch dazu sagen? Ja, warte mal. Share Screen. Gehe ich noch mal auf die vedische Grafik. So. Ja, und diese Konjunktion hier findet im Fische statt. Also Neptun, Rahu, Merkur und Venus. Was bedeutet das? Neptun ist die höhere Oktave natürlich von Fischen. Jetzt Venus, Gefühle. Ja, Gefühle, Gefühle, Gefühle. Sehnsüchte, Sehnsüchte, Sehnsüchte. Ich habe Sehnsüchte. Ich habe Sehnsüchte danach, dass ich befreit werde, dass ich mehr Zeit habe, dass ich fließen kann, dass ich in einem spirituellen Kontext auch, man muss es ja gesamt sehen, meine Zukunft verbringe. Ja, also ich bin nicht nur Materie, ich bin auch spirituell, eher gesagt, wenn die Spiritualität aus mir rausgehen würde, dann wäre ich praktisch tot. Deswegen möchte ich einen Neuanfang machen, ja. Ja, und ich bin bereit, neue Dinge aufzunehmen. So, ja. Weißt du, vielleicht sollte ich da nicht mehr viel zu sagen. Ja, wir haben hier natürlich den rückläufigen Merkur, der kommt jetzt da auch noch dazu, ja. Der ist natürlich am Schwimmen. Da ist noch die Unklarheit. Da überlegen wir. Ich weiß nicht, ich kriege bei Merkur im Fischebereich oder bei Merkur im 12. Haus bekomme ich oft das Gefühl von, dass der Merkur hier, wir sagen auch vielleicht Buddha-Yoga, Merkur ist dem Avatar Buddha zugeordnet. Dass es hier zu einer Art Nirvana kommt. We are a little bit in the nowhere land. Und das ist auch im Moment, wo viele selbst Machthaber noch ein bisschen überlegen, soll ich jetzt diesen Vertrag machen? Soll ich jetzt das sagen? Soll ich jetzt diese Gedanken aussprechen? Nein, ich überlege noch, ich fühle. Ich habe die Antennen nach oben. Ich träume, ja, ich träume meine Zukunft noch, ja. So, auf der anderen Seite wissen wir, spüren wir schon, Saturn, Mars, ja, wir müssen handeln für ein besseres Wir. Auf der anderen Seite kommt halt diese Art von Erleuchtung oder diese plötzliche Einsicht, ja, vielleicht stimmt das ja. Vielleicht, was der und der und der gesagt hat, stimmt das ja. Vielleicht stimmt das ja. Und wir haben wirklich, also es stimmt wirklich, dass wenn wir jetzt in den Himmel sehen, wenn wir den Himmel einteilen von der Erde aus, dass Saturn und Mars im Wassermann ist nicht im Fische. Nur nach dem Kalender nach, ja. Vielleicht stimmt es ja, was der Art Astrologe Leonardo sagt. Vielleicht sollte ich mein Horoskop noch mal überdenken. Okay, so. In der Art und Weise habe ich jetzt auch meinen Senf dazugegeben. Für diejenigen, die ihr Horoskop haben, ihr vedisches Horoskop noch mal, ich schicke es euch kostenlos, die Grafik, das PDF zu. Damit ihr es zum Vergleich da habt, dann habt ihr auch gleich die Planetenphasen da, dann könnt ihr sehen, hattet ihr für eine Planetenphase, wenn ihr euch ein bisschen mit Astrologie auskennt, als ihr geboren wurdet, als ihr Teenager wart und ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, der du mir zusiehst, dann siehst du ungefähr die Themen,
dein Lebensweg in Zeit und Raum, okay? So, und wenn du dann mehr wissen willst, können wir noch mehr darüber sprechen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, die du diesem Video geschenkt hast. Und bleib bis zum nächsten Mal. Euer Arthasologe, ciao.